aber dass wir jegliche Art von Service- und Reparaturarbeiten machen, wissen Sie sicherlich. Wir von Porsche Salzburg sind eben immer und überall für Sie da. Probieren Sie doch bei Gelegenheit aus. Porsche Salzburg, wir überzeugen durch Leistung und Qualität. Und jetzt spannende Unterhaltung für das Folgende. In Rücksicht, ihr seid nicht die Einzigen, die heute hier arbeiten müssen. Bitte zurück in der Bosch-Kurve, die wir bisher Schikane genannt haben. Also offiziell heißt sie ja Bosch-Kurve. Und jetzt komme ich endlich dazu, uns alle vorzubereiten auf die Klasse 125 Kubikzentimeter. Im ersten Trainingsmann Helmut Lichtenberg. An der fünften Stelle Erich Klein. Im vierten Trainingslauf, das gestern um 14.20 Uhr gestartet wurde, Lazzarini vor Auinger, Bianchi, Tormo und Klein. Auinger und Klein kommen immer wieder vor unter den ersten sechs. Sechster Müller, siebter Nieto, achter Genu. Das ist Eugenio Lazzarini für das Team Carelli Corse. Der dreifache Weltmeister und achtfache Grand Prix-Sieger fährt mit einer ehemaligen Minarelli, während Nieto mit einer Neukonstruktion von Bianchi unterwegs ist. Bitte, dass Sie das berücksichtigen wollen. Nieto also mit der Neukonstruktion. Und 20, eine Carelli von Eugenio Lazzarini mit einem 37,95. Dritter ist die Nummer 8, das ist jetzt der schönen Reihenfolge nach einer Sanminiero, nämlich jene von Riccardo Tormo. Riccardo Tormo Playa, so heißt er ganz genau. 1,37,99 und an der vierten und dann kommt die große Überraschung, nämlich ein Privatfahrer aus Österreich, der Gustl Auinger. Sie haben es ja schon im Gespräch im Fallmagel gehört, auf Tonband, auf Kassette, der Gustl mit der leeren Tasche. Ich weiß, dass jetzt sehr, sehr viele Landsleute von ihm aus Oberösterreich und aus ganz Österreich sagen, was Gustl, er winkt uns noch auf. Zwei Minuten bis zum Start. Noch zwei Minuten bis zum Start. Das ganze Feld noch geschlossen. Auch immer zweiter, das sehe ich.